Moin und herzlich willkommen zur aktuellen Folgeausgabe der Formationstrainer am Dienstag, dem 11. Dezember 2012 und der Blick auf UUP. Wir hatten am Wochenende miteinander darüber gesprochen, dass der Markt hier höhere Hochs, höhere Tiefs, höhere Hochs, höhere Tiefs, höhere Hochs, höhere Tiefs gemacht hat und dass er eine Kaufformation und ein steigendes Momentum hat und deswegen durchaus Potenzial da ist, diese Bewegung nach oben fortzusetzen. Auf der anderen Seite hatten wir diese fallende 20-Tage-Linie. Ich hatte Ihnen gesagt, wenn man mich nach meiner Meinung fragen würde, würde ich sagen, wir machen ein höheres Hoch und höheres Tief. Allerdings, am besten macht man am Montag nichts und lässt den Markt entscheiden, was denn als nächstes passieren sollte. Was passiert am Montag? Wir machen ein tieferes Hoch, wir machen ein gleiches Tief und finden nämlich Unterstützung im Bereich der 50-Tage-Linie. Und da galt es einfach zu gucken, macht der Markt das tiefere Tief? Und in dem Augenblick, in dem er das tiefere Tief macht, haben sie nämlich ihr Bear Pullback komplett. Und dann kann man nämlich auf der Shortseite etwas traden. Die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt diese Bewegung so stark ist, dass wir dann auch erneut ein tieferes Tief machen werden, ist nicht so groß, weil nämlich in dieser Bewegung auch eine sehr starke bullische Kerze gewesen ist, die auch ein bisschen Volumen hatte und deswegen durchaus möglich, dass die Bären auf ihrem Weg weiter nach unten zunächst einmal Widerstand finden können und werden im Bereich der 21,80 hier sehr, sehr viel Unterstützung für die Bullen. Allerdings übergeordnet natürlich die UP noch mehr bärisch, als dass es bullisch ist. Wenn man sich das Ganze bei Euro-Dollar anschaut, kann man das umgekehrt sehr gut sehen. Also starke bullische Bewegung hatten Negio und ich mit Ihnen mehrfach besprochen, dass diese Zone um die 1,3130 großer Widerstand ist und dass man hier die Nebelbewegung abwarten sollte, bevor man eine neue Hauptbewegung traden möchte. Die Horizontale im Bereich der 1,2890 war eine große Unterstützungszone. Die testen wir einmal, die testen wir zweimal. Hier ist die 20-Tage-Linie, jetzt die 50-Tage-Linie, sehr, sehr viel Unterstützung. Typischerweise geht hier der Markt nämlich nicht unter die Nulllinie mit dem Momentum und dann mit diesem Hammer war es deutlich wahrscheinlicher, dass eine bullische Bewegung nach oben stattfinden sollte. Und das, was wahrscheinlicher war und das, was im Chart stand, das passierte auch. Allerdings haben wir diese Bewegung auf unserer Triggerliste nicht aufgenommen. Ich habe mich jetzt gerade in der Rohstoffausgabe ausgiebig darüber ausgelassen. Damit habe ich, glaube ich, in 5 Worten dreimal das Wort ausgelassen oder ausgiebig irgendwas mit aus und g reingepackt. Was ich Ihnen sagen möchte ist, der Grund, warum wir das nicht getradet haben, ist, weil sonst unser Risiko für unser Gesamtportfolio zu groß geworden wäre, weil wir gerade schon sehr, sehr viel Risiko im Markt haben. Und es geht nicht darum, dass Sie Ihre Meinung traden und sagen, ich meine, dass das hier sehr, sehr, sehr schön ist und dass hier 80 Pips zustande kommen können, 2 Hammer und so weiter und so fort, sondern dass Sie einfach nur schwarz auf weiß gucken, okay, ich habe, wenn ich das auch noch in den Markt nehme, habe ich zu viel Risiko und dann bleibe ich beiseite. Und dann ist es auch nicht schlimm, wenn Ihnen das passiert, wenn Sie zum Beispiel den Kiwi aktuell die wirklich stärkste Devise im Markt auf Ihrer Seite haben und auch den Aussie-Dollar auf Ihrer Seite haben, denn die zweitstärkste Devise und deswegen kann man dann auch ganz entspannt den Euro-Dollar vorbeiziehen lassen. Chart läuft sehr sauber, also diese Zone an der 1,2880, 1,2895 per 4-Stunden-Schlusskurs laufen wir ran, testen, machen nicht ganz sauberen Doppelboden, Nackenlinie geht's durch und wo geht's hin? An die 1,3020. Großer Widerstand, jetzt muss man abwarten, was die Bullen und Bären miteinander machen können. Wenn wir das gespielt hätten, hätten wir unser Stop-Loss relativ eng gesetzt, weil hier sehr viel Widerstand ist. Und dann muss man gucken, ob wir hier noch drüber gehen können. Wenn wir drüber gehen, hier ebenfalls große Zone von Widerstand im Bereich der 1,3070 und dann diese doppelte Trendlinie ehemals unterstützen, jetzt hier Widerstand im Bereich der 1,3090, bis es dann an die 1,31 geht. Sehr, sehr viel Widerstand und wie gesagt, für ein Bull Pullback waren diese Kerzen zu groß und zu hässlich und eher unwahrscheinlich, dass wir jetzt die Kraft haben werden, ein höheres Hoch zu machen. Eher wahrscheinlich, dass wir ein tieferes Hoch machen werden und dann muss man gucken, was der Markt anschließend dann für eine Formation bilden wird. Aller Voraussicht nach kriegen wir eine Dreiecksformation, aber das soll bitte schön der Chart erst bilden. Wir wollen nicht unsere Meinung traden. Was ich Ihnen mitgebracht habe, auch am Wochenende mit Ihnen besprochen, war Euro-Neuseeland-Dollar. Und wir hatten Ihnen gesagt, wenn der Euro hier weiter nach unten kommt, dann hat hier der Euro sehr viel Unterstützung im Bereich der 1,5486 per Tagesschlusskurs. Das, was wir hier machen, ist mehr bärisch, als dass es bullisch ist, denn der Markt schafft es gerade so, sich oberhalb dieser Zone zu halten. Das tiefere Tief würde diese Low-Base-Formation auf der Short-Seite bestätigen und da kann man das auf der Short-Seite spielen. Wenn Sie davor sitzen und das tiefere Tief, nämlich im Bereich der Marke warten, Sie lassen Sie mich ganz mal gucken, das
Tiefkurs war 1,5458. Wenn wir signifikant drunter gehen, 10 Pips, 15 Pips, dann können Sie das auf der Shortseite traden. Aber wir werden das nicht auf unsere Triggerliste aufnehmen, aus folgendem Grund. Weil es nämlich so ist, dass hier die kleineren Zeiteinheiten absolut ausgebombt sind. Und wenn jetzt sofort die bärische Bewegung kommt, dann kann es sein, dass Sie in diesem Schatten hängen bleiben. Wir würden uns wünschen, und uns ist auch klar, dass Trading Cards Wunschkonzert ist, dass der Chart sich hier ein bisschen innerhalb dieser horizontalen ausruht, dass er das noch ein bisschen testet, dass er bestätigt, jawohl, hier ist sehr viel Unterstützung. Und dann, wenn nämlich über die kleinere Zeiteinheiten etwas mehr Kraft sich entwickelt hat, wenn Sie hier keine K-Linie haben, die aktuell bei 9 ist, sondern vielleicht bei 12 ist, bei 14 ist, bei 15 ist, wenn uns der Markt diesen Gefallen tun sollte und die Low-Base-Formation etwas weiter ausreifen möchte, dann werden wir einen Trigger auf der Short-Seite platzieren. Finden wir sehr, sehr interessant, diese aktuelle Formation. Schauen Sie auf jeden Fall immer wieder auf unsere Triggerliste, ob wir dann Euro gegenüber dem Kiwi auf der Shortseite aufnehmen werden. Insbesondere interessant macht es diese Formation für uns. Schauen Sie sich das an. Hier läuft der Markt nach oben, bekommt einmal mit einer bärischen Kerze ein Nein, wenn Sie nämlich versuchen, über die 1,60 drüber zu gehen. Wird abverkauft. Über mehrere Wochen quält sich Euro wieder hoch und was passiert? Sofort wird hier der Markt abverkauft und zwar mit einem tieferen Hoch. Und jetzt haben wir auch Potenzial, ein tieferes Tief zu machen mit einer Verkaufsformation unterhalb der 20er, unterhalb der 50er, unterhalb der 100er, unterhalb der 200er. Das ist ein bärischer Chart und der hat Potenzial, noch einmal eine bärische Bewegung zu machen mit dieser Formation, was wir über den Wochenchart sehen. Was ich Ihnen ebenfalls mitgebracht habe für all diejenigen, die vielleicht etwas suchen, was wenig Korrelation mit ihren anderen Positionen hat, auch wenn es interessantere Assets gibt, interessantere Pärchen gibt, die vielleicht nicht so stark korrelieren, weil der kanadische Dollar aktuell auch nicht gerade das Allerschwächste ist, aber australische Dollar, kanadische Dollar, sehr interessant, schauen Sie sich das an, wir sind hier in einer Seitwärtsrange und zwar nicht ganz, fast einem Monat und zwar ist diese Range nur gerade mal 70, 80 Pips groß, nicht viel und wenn das Ganze entweder bullish, jetzt muss ich das einmal ganz kurz über den 4-Stunden-Chart zeigen. Wenn das Ganze bullish oder bärisch aufgelöst werden soll, ist das sehr, sehr interessant. Sie sehen die obere Begrenzung im Bereich der 1,0410, die untere Begrenzung ist im Bereich der 1,0322. Stabile Seitwärtsrange. Über den 4-Stunden-Chart sieht man, wie alle gleitenden Durchschnitte zusammengekommen sind. Und wenn Sie sich die Bollinger Bänder einblenden würden, dann würden Sie sehen, wie nahe sich die Bollinger Bänder gekommen sind. Wir gehen noch einmal ganz kurz in den Tag hinein. Auch über den Tag würden Sie sehen, wie nah die Bollinger Bänder sich gekommen sind. Wenn Sie das Ganze auf der bullischen Seite, nämlich den Ausbruch nach oben traden würden, müssen Sie sich bitte klar machen, klar, starke bullische Bewegung, Konsolidierung und wir haben Potenzial für eine Fortsetzung der bullischen Bewegung, allerdings im Bereich der Zone um die 1,4540 ist Widerstand. Widerstand, Widerstand, erneuter potenzieller Widerstand. Wenn eine bullische Bewegung in den Markt kommen sollte, unterhalb der 1,3020 würden Sie dann wiederum in eine dreifache Unterstützungszone, nämlich 50er, 200er und die 100-Tage-Linie hineintraden und das wären dann nur 30 Pips, das müssten Sie dann auf jeden Fall über die kleinere Zeiteinheit traden. Mit dieser wirklich lange und seitwärts laufenden Trendphase ist eine bullische oder bärische Bewegung sehr wahrscheinlich, insbesondere wenn man diese Bewegung sieht, ist eine bullische Bewegung nach oben deutlich wahrscheinlicher. Was haben wir aktuell für Positionen im Markt? Den Kiwi gegenüber dem Schweizer Franken, eine wunderbare Position, höheres Hoch, höheres Tief, höheres Hoch, höheres Tief, höheres Hoch, höheres Tief, hier kein höheres Hoch, wir bleiben im Bereich dieser Horizontalen der 78er Marke hängen und wissen Sie was, wenn so etwas passiert, das ist ungefähr so, ich weiß nicht, vielleicht sind Sie ja Fan von der kleinen, von dem kleinen Verein und nicht unbedingt von den Bundesligisten oder von Bayern München oder Borussia Dortmund und wenn es nämlich so ein Pokalspiel gibt, da gibt es doch so Sensationen und wenn Sie dann gerade beim Spiel sind und die Kleinen schaffen es vielleicht die Sensation durch die 78, nämlich in diesem Falle durchzugehen, dann ist es auch nicht so, dass sie in der 88. Minute, wenn es 1:1 steht, dass sie ihre Karte zerreißen und einfach weggehen. Nee, da bleiben sie auch im Stadion und hoffen und fiebern mit und geben sich selbst die Chance, die Sensation zu erleben, nämlich dass der Chart beziehungsweise, dass die Kleinen dann die Großen schlagen und durch diese Widerstandszone durchgehen. Und das ist heute passiert. Wenn Sie Lust haben, dass Ihnen charttechnische Zusammenhalte nicht trocken erklärt werden, sondern immer wieder
durch bildliche Erklärungen verständlich gemacht werden. Wenn Sie einen Trading Coach haben möchten, wenn Sie an unseren Trading Seminaren teilnehmen möchten, sind Sie herzlich eingeladen, uns über die eingeblendete Adresse zu kontaktieren. Wir möchten Ihnen helfen, dass Sie Ihr Trading auf ein anderes Level bringen. Und da geht es uns nicht darum, dass wir Ihnen einfach nur trocken die Materie runterzählen, sondern wir möchten Sie dafür begeistern, für das, was man nämlich im Chart erkennen kann. Und vor allen Dingen, wenn es darum geht zu traden und zum Beispiel nicht seine Position wegzuwerfen, sondern einfach nur seinen Stop-Loss anzupassen und auf die Sensation zu hoffen. Schauen Sie auf unsere Triggerliste. Beim Kiwi gegenüber dem Schweizer Franken werden wir auch hier, unser Stop-Loss wird auch nicht stark verändern. Dann haben wir eine Position im Sterling gegenüber dem australischen Dollar. Stange, Flagge als bärische Keilformation, bärisch aufgelöst worden. Jetzt machen wir eine Low-Base-Formation. Die Bullen versuchen zu laufen und scheitern nämlich hier an dieser ehemaligen trendunterstützenden Linie. Hier werden wir unser Stop-Loss nicht verändern. Dieser Markt ist deutlich mehr bärisch, als dass es bullisch ist. Diese Low-Base-Formation sollte aller Voraussicht nach bärisch aufgelöst werden, als dass es bullisch aufgelöst werden sollte. Und unsere dritte Position ist der australische Dollar gegenüber dem japanischen Yen. Ist sehr, sehr stark, sehr, sehr schön gelaufen. Wenn Sie sich wundern, warum wir in einem so bullischen Markt jetzt eine Triggerposition, nämlich einen Take-Profit platziert haben im Bereich der 87,10, dann kann ich Ihnen das nämlich zeigen. Hier, das war nämlich schon mal Unterstützung gewesen, hier war schon mal Widerstand gewesen im Bereich der 87,20, plus über die Woche haben wir auch nicht mehr viel Platz, nämlich im Bereich der Zone um die 87,70. Noch viel interessanter ist, K- und D-Linie sehr bullisch umeinander geschlungen, allerdings gleichzeitig ist die K-Linie aktuell bei 97, starke bullische Kerze, die Dynamik lässt nach und deswegen gilt es hier nicht nur den Stop-Loss anzupassen, das werden wir auf unserer Triggerliste tun, schauen Sie gerne nach, sondern wir haben hier auch einen Take-Profit im Bereich der 87,10 hineinplatziert. Jetzt aktuell kämpft der Markt mit der 87er Marke und wir werden abwarten, ob wir jetzt hier unser Take Profit mitnehmen können oder nicht. Hier haben wir unser Stop Loss, wie gesagt, angepasst. Sind Sie herzlich eingeladen, sich das auf unserer Triggerliste anzuschauen. Und dann als letztes der Blick auf den Knochenbrecher. US-Dollar, japanische Yen. Also, diese 3x-Formation hat nicht mehr viel Platz. Entweder geht das Ganze jetzt bullisch durch oder das Ganze geht bärisch durch. Wenn man sich das Ganze hier anschaut, da muss man sagen, diese sehr, sehr bullische K&D-Linie umeinander geschlungen ist nicht mehr da. Wir kriegen hier in dieser Seitwärtsphase, was nicht selten ist, hier ein Momentum, wer der nach unten geht. Allerdings geht er relativ stark nach unten, obwohl wir nicht unter die 20-Tage-Linie reingetaucht waren, haben wir hier mit dem Momentum einen Wert unterhalb der Nulllinie gesehen und deswegen gilt es auch hier vorsichtig zu sein, mittlerweile den US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen auf der Long-Seite zu traden. Wenn eine bullische Bewegung in den Markt kommt, dann muss man vorsichtig sein. Es kann sein, dass wir nicht ganz so lange werden und nicht unbedingt bis an die 84 heranlaufen kann, beziehungsweise sehr schnell ausverkauft werden kann. Das hier ist nämlich Zeichen der Schwäche. Bitte machen Sie sich das klar. Ein Setup, um das Ganze Short zu spielen, sehe ich aktuell nicht. Es sei denn, wir gehen durch diese potenzielle Doppeltop-Formation, nämlich durch die Nackenlinie, dann kann man nämlich ein Short-Play versuchen. Solange gilt es, beim Knochenbrecher immer noch die Hände in der Tasche zu lassen. Haben Sie besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie mögen, das nächste Update bei den Forexes gibt es natürlich wieder morgen Abend als Videoausgabe. Mein Name ist Hamed Esnaashari alias Wolke P.